Ja, ich habe heute ganz viele tolle Sachen mitgebracht und würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Ich habe als erstes Kunststück für heute etwas vorbereitet, weil ich ganz oft gefragt werde, Mensch, Marcello, wie hast du eigentlich angefangen mit der Zauberei? Ja, ist kein großes Geheimnis. Ich war damals als Kind in Italien und bin da so einem Hütchenspieler begegnet, der mich so ein bisschen ausgenommen hat, der mich um mein Taschengeld beraubt hat. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, sowas musst du doch auch können. Und dann sind wir zurück ins Hotel gefahren und dann habe ich das erzählt und dann saß da so ein Kellner und er hat gesagt, Mensch, warte mal, der Koch von uns, der kann auch zaubern. Also der zaubert nicht nur super Gerichte, sondern der kann das wirklich. Und dann kam der zu mir und hat gesagt, Mensch, ich zeig dir mal was. Und dann hat er aus der Küche so eine lange Nudel mitgebracht und hat gesagt, Mensch Marcello, stell dir mal vor, so eine Nudel kommt aus unserer Spaghetti-Maschine. Kannst du natürlich nichts mit anfangen, denn so eine Nudel, dann ist der Teller voll. Du musst sie ja kürzen. Und das geht ganz einfach, indem du eine Schlaufe machst, das unten ein bisschen gerade ziehst und dir dann eine Schere schnappst. Einmal oben und einmal unten durchschneidest, die Enden so ein bisschen gerade. Und schon hast du 1, 2, 3 gleich lange Spaghetti. War jetzt nichts Atemberaubendes bei, aber dann sagt er, wenn du jetzt aufgepasst hast, wirst du feststellen, dass du eigentlich nur eine kurze, eine mittlere und eine ganz lange Spaghetti hast. Aber das macht nichts, denn wenn du Zauberer bist, kannst du auch etwas zurückzaubern, das ist ganz einfach. Das Schönste legst du dir immer auf die Schulter. Das Kleinste legst du immer zu dem Längsten, holst dir das Schönste wieder hinzu, machst die Enden so ein bisschen gerade, schnappst dir die unteren Enden in der anderen Hand und dann brauchst du eins zu tun, und zwar zu pusten. So, weil ihr also voll motiviert seid, dürft ihr jetzt einmal pusten. Ich zähle mal bis 3. 1, 2, 3. Also normalerweise funktioniert das dann auch. mein Fehler. Wir wollen ja etwas zurückzaubern, da müssen wir auch rückwärts pusten. Rückwärts pusten, das könnt ihr bestimmt auch, das ist ganz einfach, das geht so. Und dann könnte man jetzt 5 Minuten versuchen, die Luft anzuhalten. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren bei den meisten, deswegen machen wir das einfach nochmal. Ich zähle mal bis 3. 1, 2, 3. Und tatsächlich, schon hast du wieder 1, 2, 3 gleich lange Spaghettis. Dankeschön. Aber wenn du dann noch einmal hinschaust, stellst du fest, du hast ja doch nur eine kurze, eine normale und eine ganz lange. Was macht man da jetzt? Man zaubert einfach nochmal. Dasselbe Spiel wie gerade, man legt sich das Schönste auf die Schulter, das Kleine auf das Lange, holt sich das Schönste wieder hinunter. Nimmt die unteren Enden in die Hand. So. Pustet noch einmal rückwärts. 1, 2, 3. Und schon hat man wieder 1, 2, 3 gleich lange Spaghetti. Aber interessant wird es, wenn man sagt, okay, wir legen uns jetzt einfach eine dieser Spaghettis auf die Schulter. Die anderen beiden verknoten wir. Ziehen den Knoten recht fest. Das, was so übersteht, das braucht man nicht. Das kann man einfach abschneiden. Dann nimmt man sich die dritte Spaghetti hinzu. Macht auch hier einen Knoten hinein. Und alle magischen Dinge sind bekanntlich 3. Und um den Kreis zu schließen, macht man noch einfach einen ganz, ganz kleinen Knoten. Wenn man den ganz klein macht, kann man den auch eben aufessen. Ich mache das mal kurz. So, den zweiten Knoten kann man rückwärts wegpusten. Ich würde euch noch einmal bitten, bei 3 einmal kräftig rückwärts zu pusten. 1, 2, 3. Und den dritten Knoten kann man dann ganz einfach öffnen. Und schon hat man wieder eine lange Spaghetti. Dankeschön.